Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute kommt wieder ein Schulvideo, ein Freitagsvideo und ihr wisst noch nicht, was heute für ein Video kommt, außer dass es ein Schulvideo ist. Denn heute soll es einmal, daher wir uns in einem meiner letzten Videos schon mit dem Nominativ beschäftigt haben, wollen wir heute einmal das Subjekt betrachten. Ja. Aber ihr denkt jetzt wieder, ich baller mich jetzt hier wieder mit Schrift zu. Nein. Erstmal noch zwei Sachen. Erstens, ein Freund hat zu mir gesagt, ich habe jetzt hier hinten den weißen Hintergrund. Da kann ich genauso gut hier halt mit Greenscreen, halt nur mit weiß. Aber das kann mein Bearbeitungsprogramm einfach nicht. Und deshalb ist es auch nicht ganz so schlimm. Aber während ich dieses Art von Bearbeiten von Videos gesucht habe, ist mir was anderes aufgefallen. Und zwar, genau, jetzt seht ihr mich nur noch unten in der Ecke und ihr habt jetzt oben eine Tafel und ja, da drauf steht das jetzt. Wir wollen jetzt anfangen. Also heute soll es ums Subjekt gehen. Das Subjekt ist eine grammatikalische Funktion, ein Satzteil, also eines Satzteiles, der für einen gesamten Satz nicht ganz ausreicht. Also kurz gefasst, das Subjekt ist ein Satzglied, welches nicht ganz für den Satzkern ausreicht, also für den Gesamtsatz, weil ein Satz braucht immer den Satzkern und zusätzliche Funktionen. Ja, den zweiten Teil des Satzkernes schauen wir uns dann im nächsten Schulvideo an, aber dazu später. Und ja, also das Subjekt ist ein wichtiges Satzglied, eines vom Satzkern. Der Satzkern ist in jedem Satz plus andere Teile, also der Rest des Satzes. Und ja, und das Subjekt braucht also noch ein, und das ist dann das Prädikat. Das schauen wir uns nächste Woche an. Genau. Das Subjekt hat unterschiedliche Eigenschaften. Eine sehr wichtige Eigenschaft ist es, dass es ein Subjekt oder ein Pronomen sein kann. Also ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Oder ja halt Baum, Decke, Busch und so weiter. Und genau. Das Subjekt hat immer den Kasus Nominativ, heißt den Fall Nominativ. Aber das habt ihr ja in dem Nominativ-Video, falls ihr es angeschaut habt, schon gesehen. Das Subjekt und das Prädikat müssen kongruent sein, heißt nach KNG. Nach Kasus, dem Fall, Numerus, heißt Singular oder Plural, Einzahl oder Mehrzahl, und Genus, heißt nach männlich, weiblich oder sächlich. Also insgesamt muss es halt gleich mit dem Prädikat sein. Was das Prädikat sonst noch für Eigenschaften hat, schauen wir uns, wie gesagt, im nächsten Schulvideo an. Ihr merkt schon, die beiden Schulvideos hängen irgendwie miteinander zusammen, weil ich erzähle jetzt schon viel von dem Prädikat und das nächste ist dann nur so kurz. Ihr werdet das alles schon sehen. Also es ist die höchste Stellung des Satzes mit dem Prädikat, heißt der Satzkern. Und ja, insgesamt das Subjekt ist ja immer die Person, die handelt, leitet, tut, macht. Also die Person, die etwas tut, sozusagen. Genau. Wie fragt man nach dem Subjekt? Natürlich genauso wie nach dem Nominativ, sonst wäre es ja, ja. Ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so mit der Beschriftung hier oben gut hinbekommen. Und, oder da oben, hier oben. Kein
Ja, genau. Ihr werdet das dann schon alles mitbekommen. Also ihr habt es jetzt schon mitbekommen. Hoffentlich hat alles geklappt. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Video wird an einen anderen Platz gedreht. Also nicht hier in meinem Zimmer, sondern woanders. Das werdet ihr dann schon sehen. Am Sonntag kommt das Video. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Abo und ein Like da. Folgt mir auf Discord. Bis zum nächsten Mal. Ciao.